Guten Tag und herzlich willkommen in der Polizeidirektion Chemnitz. Ich bin Franziska Windisch und ich möchte Ihnen heute die Polizeidirektion zeigen und vorstellen. Ich stehe hier vor dem Hauptgebäude auf der Hartmannstraße in Chemnitz, in dem sich auch meine Dienststelle befindet. Es handelt sich hierbei um ein Haus mit Geschichte. Es wurde 1897 als Verwaltungsgebäude der Sächsischen Maschinenfabrik errichtet. Daher gehört es auch zur Route der sächsischen Industriekultur, was auf dieser Infotafel zu sehen ist. Seit 1920 und in den darauffolgenden Jahrzehnten dient das Haus als Dienststelle, was bis heute so geblieben ist. Hier haben der Chemnitzer Polizeipräsident und sein Stab, das Führungs- und Lagezentrum, eines der beiden Stadtreviere und eine Inspektion ihre Diensträume. Doch zur Polizeidirektion Chemnitz gehören noch weitere Dienststellen. In insgesamt 10 Polizeireviere, je eine Inspektion der Kriminal- und Verkehrspolizei sowie der zentralen Aufgaben, alle mit Sitz in Chemnitz. Und 25 Polizeistandorte teilt sich die Polizeidirektion Chemnitz auf. Wir sind für knapp 1 Million Menschen da. Der Direktionsbereich reicht vom Fichtelberg bis kurz vor Leipzig und von der Landesgrenze Thüringen bis nach Freiberg. Insgesamt sind das über 4000 Quadratkilometer Dienstbereich mit reichlich 130 Kilometern Autobahn und 150 Kilometern Grenze zu unseren tschechischen Nachbarn. Jetzt nehme ich Sie aber mit auf einen Rundgang durch dieses schöne Haus. Wir sind jetzt im Erdgeschoss. Hier befinden sich die Diensträume des Polizeireviers Chemnitz Nordost, in dem ich arbeite. Wir sind rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr für die Chemnitzer Bevölkerung da. Hierbei werden Anzeigen zu Straftaten und Verkehrsunfällen aufgenommen und bearbeitet. Hallo. Hallo. Das ist der Arbeitsplatz des Dienstgruppenführers, an dem ich sonst sitze. Dies übernimmt heute mein Kollege Polizeihauptkommissar Haubold. Unsere Aufgabe ist es, Einsätze und Arbeit der Dienstgruppe zu koordinieren. Dabei arbeiten wir eng mit dem Polizeiführer vom Dienst im Führungs- und Lagezentrum zusammen. Doch bevor wir dorthin gehen, möchte ich Ihnen etwas zeigen, was viele von uns zumindest einmal von außen gesehen haben wollen. Die Gewahrsamsräume oder auch kurz Zellen genannt. Wenn ein Tatverdächtiger nach einer Straftat gestellt wird oder eine Person nach zu viel Alkoholkonsum ausnüchtern muss, dann kommt er hierher, in eine der insgesamt 8 Zellen. Das ist der ED-Raum. Hier werden Tatverdächtige erkennungsdienstlich behandelt. Das heißt, es werden Fotos gefertigt und Fingerabdrücke für einen späteren Spurenabgleich abgenommen. Im Gebäudekomplex Hartmannstraße arbeiten rund 550 Beschäftigte. Mehr als 400 davon sind Polizisten. Eine Polizeidirektion funktioniert aber nicht nur mit diesen alleine. 145 Leute arbeiten sozusagen hinter den Kulissen im Verwaltungsdienst. Hier, in diesem altehrwürdigen Haus, gibt es mehrere hundert Räume. Mehr als 270 davon sind Diensträume. Den des Dienstgruppenführers und den Raum für die erkennungsdienstliche Behandlung habe ich Ihnen schon gezeigt. Aber auch 2 Beratungsräume wie diese gehören dazu. Hier fällt die erhaltene, wunderschöne Architektur besonders ins Auge. Altes und Neues gehen fließend ineinander über. Eine lange Leitung zu haben, das lassen wir uns als Chemnitzer Polizei nicht nachsagen. Dafür haben wir aber in diesem Haus lange Flure. Das heißt, man muss gut zu Fuß sein, um von einem Ende des Gebäudes zum anderen zu kommen. Bis zu 80 Meter sind dabei zurückzulegen. Jetzt sind wir im Glasdurchgang. Dieser verbindet den historischen Gebäudeteil mit dem Neubau und wurde 2012 in den Dienst genommen. Im Neubau befinden sich Büro- und Umkleideräume, ein Sport- und Fitnessraum sowie eine Kantine.
Außerdem schlägt dir das Herz der Direktion, das Führungs- und Lagezentrum. Und da gehen wir jetzt rein. Im Führungs- und Lagezentrum geht der Anruf ein, wenn Sie die 110 wählen. Dafür sind insgesamt 9 Notrufplätze vorgesehen. In 24 Stunden nehmen meine Kollegen im Durchschnitt 300 Notrufe entgegen. Das sind im Jahr mehr als 100.000 Anrufe. So wie in meinem Revier ist auch dieser Bereich rund um die Uhr besetzt. Der Polizeiführer vom Dienst hat nicht nur seine Kollegen im Blick, sondern auf mehreren Monitoren den gesamten Direktionsbereich und das aktuelle Einsatzgeschehen. Er koordiniert damit Einsätze der gesamten Dienststellen. Wir befinden uns nun im Innenhof des Gebäudes. Hier und in den Garagen warten sowohl Streifenwagen als auch zivile Fahrzeuge auf ihren Einsatz. Hierbei gehen wir auch mit der Zeit und stehen unter Strom. Insgesamt 9 Elektrofahrzeuge gehören derzeit zu unserem Fuhrpark, sowie dieses, was von unseren Bürgerpolizisten gefahren wird. Unsere Motorradstaffel verfügt insgesamt über 12 Fahrzeuge, von denen 4 wie dieses ausgestattet sind und über ein EU-Projekt gefördert worden. Man kann es als fahrendes Büro bezeichnen. Im Topcase befindet sich ein Laptop und sogar ein Schallpegel-Messgerät ist vorhanden. Auf der gegenüberliegenden Seite des historischen Gebäudes befindet sich die Inspektion Zentrale Dienste mit den Fachbereichen Einsatzzüge, zentrale Aufgaben, Prävention und Objektschutz mit der Wachpolizei. Die Diensthundestaffel braucht etwas mehr Platz, deshalb hat sie ihren Sitz in der Bereitschaftspolizei im Stadtteil Ebersdorf. "21 Vierbeiner gehören zu unserer Diensthundestaffel und natürlich deren zweibeinige Chefs. Die Spürnasen sind für uns ein unersetzliches Einsatzmittel. Sie sind konditioniert auf das Suchen und Finden von Rauschgift, Sprengstoff sowie Pferden. Alle Hunde werden auch als Schutzhunde eingesetzt." Falls Sie sich fragen sollten, womit ich hier hoch und runter fahre: dieser Paternoster ist etwas Besonderes in unserem Gebäude. Er ist einer der wenigen in ganz Sachsen, die noch in Betrieb sind. Eingebaut wurde er in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. 1975 wurde er durch ein neueres Modell ausgetauscht und 2003 teilsaniert. Er ist ausgestattet mit 14 Kabinen für jeweils 2 Personen und reicht vom Keller bis unter das Dach. Unter uns gesagt, wir nennen ihn Beamtenbagger. Damit sind wir am Ende des kleinen Rundgangs angekommen. Vielen Dank, dass ich Ihnen meine Polizeidirektion zeigen und vorstellen durfte. Schauen Sie sich doch gerne auf unsere Homepage für weitere Informationen um. Ich werde jetzt meinen Kollegen im Revier ablösen und verabschiede mich von Ihnen. Tschüss!